Herzlich willkommen zu einem neuen Teil von Let's Play Need for Speed World. Heute am Mikrofon wieder euer Coily. Heute soll es um das Thema Power-Ups gehen. Ich hatte euch ja schon bereits versprochen, dass ich das Thema nochmal näher konkretisieren werde. Power-Ups sind alle Zusätze oder zusätzliche Aktionen, die wir nutzen können, um in einem Rennen oder einer Verfolgung uns einen Vorteil zu verschaffen. Und dazu sollten wir, bevor wir uns das Ganze, die ganzen einzelnen Power-Ups anschauen, erstmal gucken, wie und wo diese ganzen Power-Ups sind. Dazu haben wir in unserem Stützpunkt oder unserem Safehouse eine Power-Up-Konsole. Und diese Power-Up-Konsole ist so aufgebaut, dass wir hier unser Steuerkreuz haben auf dem Gamepad oder eben unsere Nummerntasten. Dazu ist dieses Steuerkreuz aufgeteilt in die einzelnen Rennmodi. Jeder Rennmodi kann nur bestimmte Power-Ups benutzen. In der freien Fahrt zum Beispiel könnte ich jetzt noch... Nö, könnte ich sonst nichts weiter benutzen. Also da kann ich jetzt das Ready nutzen oder den alles wieder auf bereit. Dann das Schwergewicht und das Nitro. Beim Rundkurs kann ich jetzt ein bisschen mehr benutzen. Da kann ich nämlich im Grunde genommen alle blauen Teile nutzen. Ich glaube außer das Schild. Nein, ich kann alle blauen benutzen beim Rundkurs. Hab jetzt das Schild rausgelassen, habe stattdessen jetzt das Ready drin. Beim Sprint habe ich das Schwergewicht mit drin, werde jetzt aber mal das Schild mit reinnehmen, damit wir alle Bestandteile dann auch zeigen können. Boah, Rundkurs. Da nehme ich jetzt einfach doch mal die Extra-Runde mit rein. Einfach weil das nur hier nur rundkursspezifisch ist. Jetzt packe ich die bei der Verfolgung noch was rein. Was können wir da? Da hätte ich jetzt das Instant Cooldown. Ja, ich würde sagen, also bei der Verfolgung ist das schon so das Maximale, was wir machen können. Teamflucht ist noch ein bisschen spezieller. Da haben wir ja halt dieses Teamkatapult. Da haben wir das Schwergewicht. Reifenreparatur, sehr wichtig. Und das Team Notfallmanöver. Hier geht die sofortige Flucht nicht. Logischerweise, weil wir ja eine vorgegebene Strecke fahren und damit erst fertig sind, wenn wir die Strecke hinter uns haben. Und ja gut, das Notfallmanöver geht hier auch. Ich würde jetzt aber sagen, dass wir das Team Notfallmanöver drin bleiben sollte, weil es einfach die einzige Möglichkeit ist, dies zu nutzen. So, nun wo ihr wisst, wie man die Konsole bedient, beziehungsweise wie man hier einfach Sachen austauscht und welches Power-Up genutzt werden kann. Ich habe jetzt noch nicht die Drag-Power-Ups, weil ich noch nicht entsprechend gelevelt bin, beziehungsweise noch nicht entsprechende Achievements bekommen habe. Deshalb wird es erstmal nur um diese Power-Ups gehen. Dazu zeige ich euch in den nächsten zusammengeschnittenen Clips einfach mal alle Power-Ups. Und wir starten einfach mal mit einem Sprint. Nehmen wir einfach mal... Ach komm, was nehmen wir denn mal? Nehmen wir hier mal teil. Ja, ein Multiplayer. Jetzt hoffe ich, dass wir da ganz schnell, genau, nehmen wir mal ganz schnell teil, hups. Haben auch nicht mehr, müssen noch nicht mehr lange warten, dass wir da fertig werden. Wie gesagt, ich schneide die Sachen auch, sofern ich hier fertig bin, sprich also sofern ich euch die Power-Ups kurz vorgestellt habe. Und werde direkt dann zum nächsten Event losgehen.
Wir sehen unten links unser Steuerkreuz, sehen auch, wie sich die Power-Ups langsam aufladen, sprich also der dunkle Bereich ist der, der schon bereits aufgeladen ist, der helle Bereich, der noch aufgeladen werden muss. Oh, jetzt sind die Power-Ups aufgeladen. Jetzt fangen wir doch einfach mal mit einem Traffic Magnet an, sprich dem kleinen Magneten. Sieht dann folgendermaßen aus. Der Führende bekommt einen Magneten, hat dann ein kleines Magnetfeld um sich rum und zieht dann die Autos an. Jetzt haben wir das nächste Mal das Schild. Das heißt, ich bin jetzt für die Zeit, in der ich hier so fahre, geschützt. Jetzt kommt gleich, wenn ich hier fertig bin, der Slingshot. Also sprich das Katapult. Das heißt, ich werde tempotechnisch nach vorne katapultiert. So, machen wir das mal so, genau. Jetzt werde ich von der Geschwindigkeit her ein bisschen nach vorne gepusht. Krieg schneller Beschleunigung. Und als letztes kommt noch das Nitro. Nitro, einfach ein ganz schneller Stoß. Wir sehen, bringt was, wenn man irgendwo gegen die Bande fährt. Bringt nichts, wenn man im Endeffekt das während des Nitro-Stoßes gleich wieder verpuffen lässt. Hier mache ich erstmal einen Schnitt und wir gehen gleich weiter zu den Rundrennen. So, wir befinden uns nun in einem neuen Rundrennen. Als erstes werde ich gleich mal versuchen, euch das Power-Up eine weitere Runde zu erklären. Ich hoffe natürlich, dass das funktioniert. Nee, funktioniert nicht. Das ist sehr schade. Gut, dann machen wir erstmal mit dem... Das Power-Up Ready ist, beschreibt im Endeffekt unsere Möglichkeit, ein Power-Up, wenn ich jetzt meine Schwing... Ich habe jetzt Nitro benutzt, benutze jetzt noch die Slingshot. Slurp, ich habe jetzt keine Power-Ups mehr, möchte aber gleich wieder Nitro benutzen. Dann sage ich, okay, hey, ich mache mal das Bereitzeichen. Und Slurp ist mein Nitro wieder da, auch mein Slingshot ist wieder da. Und so kann es dann weiterlaufen. Jetzt frage ich mich natürlich, wann ich das Power-Up nächste Runde oder eine weitere Runde anmachen kann. Ich schneide ab hier jetzt einfach mal. So, ab jetzt kann ich das Power-Up eine weitere Runde anklicken. Wenn ihr oben guckt, momentan sind wir in der letzten Runde. Jetzt sage ich, okay, will ich nicht. Ich möchte noch eine weitere Runde fahren. Flops, drücke ich die 2. Und somit fahren wir jetzt alle eine Runde extra. Das Rundrennen wird ein bisschen länger. Meine Chance vielleicht doch nochmal Erster zu werden, wenn ich vielleicht nur Zweiter bin, hat sich erhöht. Oder eben verringert, je nachdem, wie gut ich dann fahre. Aber es geht im Endeffekt darum, dass wir einfach eine längere Strecke fahren. Das soll es auch mit den Rundrennen gewesen sein. Auf geht's zur Verfolgung. So, bei der Verfolgung haben wir nun ganz andere Power-Ups. Zum einen haben wir das Schwergewicht, was jetzt im Moment noch gerade schwer zu zeigen ist. Aber ich schneide jetzt auch einfach gleich nochmal kurz. Kommen wir zum Thema Juggernaut. Jetzt habe ich hier so einen Prellbock und komme damit auch durch diese etwas komplizierte Straßensperrung, obwohl dahinter jetzt Autos waren, wo ich unter normalen Umständen nicht durchgekommen wäre, bin ich da jetzt durchgekommen und konnte mir den Weg freiräumen. Ist praktisch, lädt sich relativ schnell auf, kann ich empfehlen. Das Instant Cooldown ist
2. Das heißt, ich beende meine Flucht schlagartig sofort. Ist die Flucht fertig. Ist wirklich praktisch. Gerade wenn es eng wird und wir wissen, okay, wir schaffen es zwar vielleicht gerade noch runterzukommen auf die Cooldown-Phase, aber es könnte eng werden, damit dass wir nicht die ganze Zeit über nicht entdeckt werden. Dann einfach Instant Cooldown, plops, entkommen, fertig. Kommen wir zum Thema Reifen wiederherstellen. So, jetzt sind meine Reifen kaputt, weil ich ja meine über Nagel gebrettert bin. Sag jetzt Power up und swupsch, habe ich wieder Reifen, kann mich sichern und bin wieder bereit. So, und das letzte Power-Up ist das Notfallmanöver. Das demonstriere ich gleich mal woanders. Genau, das demonstriere ich jetzt einfach mal hier. Flups. So, jetzt bin ich hier natürlich in ganz großer Bedrängnis. Genau, habe jetzt von allen Seiten plötzlich Polizei. Sag Notfallmanöver. Und bin jetzt doch erwischt worden, aber so kann ich mir wenigstens Luft verschaffen und kann dann weiterfahren. Auf geht's zum letzten Teil der Rennmodi, nämlich zur Teamverfolgung. Auch hier haben wir natürlich unsere Power-Ups. Müssen hier natürlich versuchen, gemeinschaftlich mit den anderen durchzukommen. Am Anfang natürlich noch relativ einfach. So, jetzt hätte ich hier natürlich mal einfach mal das Notfallmanöver und beziehungsweise das Katapult. Flups. Sind meine ganzen Kollegen auch alle ein bisschen schneller. Kommen hier natürlich locker durch. Und alle sind hier, schaffen es vielleicht dadurch doch noch schneller zu sein als die Zeit. Jetzt mache ich einfach mal gleich das Team Notfallmanöver. So, jetzt müssten eigentlich alle hier es geschafft haben, ihre Verfolger kurz mal auf Abstand zu bringen. Gut, das war jetzt ein ungünstiger Zeitpunkt, weil ich natürlich mitten in einer Abkürzung gemacht habe. Das war ein guter Zeitpunkt. Da hat mein Kollege mir ein wesentlich besseres Momentum gegeben als ich selber. Das soll es auch gewesen sein mit den Power-Ups. Mehr gibt es nicht, die ich jetzt momentan zeigen könnte. Euch erstmal viel Spaß noch und wir sehen uns die Tage. Ciao, ciao!